Hallo, Servus und Grüße miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Ja, entweder bist du treuer Abonnent meines Kanals und bist deshalb auch über dieses Video gestolpert, oder dich hat dieser leicht Clickbait angehauchte Titel dazu verleitet, hier drauf zu klicken. Und ich muss dich enttäuschen. In diesem Video geht es um keine Killer. Wir haben hier keine Killer Pico, keine Killer Quest und keiner killt hier irgendjemanden. Das ist ein möglichst neutrales, aber auch mit sehr viel persönlichen Empfindungen erstellt Vergleichsvideo dieser zwei Brillen, die sich sehr ähnlich sind. Und ich finde diesen ganzen, wir setzen hier irgendwas auf ein Podest und das ist tausendmal besser und das muss jetzt jeder haben, finde ich völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Wir haben hier nicht die nächste komplette Generation der VR-Brillen. Wir haben hier ein paar tolle neue Sachen drin, vielleicht eine neue Generation von Linsen drin, aber das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. An dieser Stelle möchte ich euch, bevor wir loslegen mit dem Vergleich, möchte ich gerne dem Urs danken, dem Urs aus der Community, der auch in der Schweiz wohnt und der mir die Pico 4 hier zur Verfügung gestellt hat. Das ist nicht meine Brille, das ist seine Brille. Ich bin sehr vorsichtig damit umgegangen, Urs, gell? Und vielen herzlichen Dank. Ihr seid echt eine tolle Community und deshalb habt ihr es auch verdient, einen fairen Vergleich zwischen den Brillen zu bekommen. Wenn jemand anderer Meinung ist, ja mein Gott, dann schreibt es mir unten rein. Aber ich werde mich hier nicht killermäßig äußern. Ich werde, wie gesagt, meine persönlichen Meinungen auch einfließen lassen, warum ich vielleicht bei der einen das besser finde als bei der anderen. Aber das Ganze doch relativ fair. Und jetzt legen wir mal los mit dem Vergleich. Los geht's. So, meine Lieben, gucken wir uns doch die Brillen mal von außen an. Ich werde dieses Video in einem Schlurz aufnehmen, also sind auch alle Versprecher, die ich heute hier so habe, lasse ich erstmal drin. Aber ich habe gesagt, jetzt gucken wir uns die Brillen an. Fangen wir mal mit der Quest 2 an. So wie die Brillen aus der Packung kommen, Quest 2 mit dem Gummi-Headstrap, altbekanntes Design. Rechts Ein- und Ausschalter, dieser schwarze Punkt gehört mir, den habe ich draufgeklebt. 4 Linsen, 2 Mikrofone. Laut und leise auf der Unterseite, auf der linken Seite habt ihr den USB-C-Stecker und ihr habt den Klinkenstecker 3,5 mm. Bei der Pico habt ihr von Anfang an eine Art Deluxe-Headstrap und auch auf der rechten Seite habt ihr den Ein- und Ausschalter, 4 Kameras, ihr habt unten drunter 2 Mikrofone, ihr habt auf der linken Seite den USB-C-Stecker, keinen 3,5 mm Klinkenstecker. Die Brillen unterscheiden sich aber auch noch rein optisch von dem hier. Guck mal, die Pico, die ist unheimlich dünn. Und die Quest nicht so. Das hat mit den neuen Linsen zu tun. Das sind die Pancake-Linsen. Und ich hoffe, wir werden die in Zukunft noch in vielen Headsets sehen. Weil die sind richtig gut. Guck mal hier, das ist die Quest 2. Und da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich habe hier eine Liste. Und jetzt gucken wir uns mal die technischen Daten der Brille an. Und zwar, beide Brillen arbeiten mit einem Snack. Mit einem Snack. Habe ich Lust auf einen Snack? Die arbeiten mit einem Snapdragon XR2 865. Ist beides mal hardware-technisch der gleiche Prozessor verbaut. Wir haben 6 GB RAM bei der Quest 2 und 8 GB RAM bei der Pico 4. Wir haben den gleichen Grafikchip. Das ist nämlich der Adreno 650. Wir haben unterschiedliche Displays, aber beides sind LCD, RGB, Stripe plus 3 Subpixel Display. Darauf näher einzugehen, wäre ein Thema für sich. Wir haben eine Auflösung von 1823 x 1920 bei der Quest 2 und bei der Pico sind es 2160 x 2160 und es gilt beides mal pro Auge. Die Quest 2 kann bis 120 Hertz wiedergeben in der Bildwiederholungsfrequenz und die Pico 4 kann bis zu 90 Hertz wiedergeben. So, der eine oder andere denkt sich jetzt, mein Gott, da gibt es doch noch viel mehr technische Details. Könnte haben, ich habe das hätte jetzt den Rahmen gesprengt und zwar packe ich euch das mal unten in die Videobeschreibung rein. Guckt euch das mal an. VR Compare.
Da könnt ihr alles gegeneinander vergleichen, was ihr euch irgendwie auf die Augen klatschen könnt. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, dass mir hier drin irgendwas fehlt, aber bitte mit Vorsicht zu genießen. Da sind auch ab und zu Angaben drin, die ein bisschen verwirrend sind. So, machen wir mal weiter mit meiner Liste. Und zwar, was so ein relativ wichtiger Punkt ist, das ist immer so das Gewicht. Und das fällt einfach auch auf, wenn man die Pico 4 hochnimmt. Denkt man erstmal, Alter, ist die leicht. Mein Gott, ist diese Brille leicht. Und dann denkt man sich, ja, die ist auch viel kleiner, die muss ja leichter sein. Aber Achtung, Leute, aufgepasst, sie ist schwerer als die Quest 2. Warum habe ich jetzt trotzdem das Gefühl, hier was Leichteres zu haben? Das liegt an der Gewichtsverteilung. Es ist einfach so, dass wir hier den Akku hinten drin haben und nicht vorne. Und vorne ist die Brille auch näher am Gesicht dran. Das heißt, auch von der Hebelwirkung her, wenn ihr sie tragen werdet, dann verteilt sich das Gewicht anders. Jetzt ist das was unheimlich, ja, wie soll ich sagen, Subjektives. Also das ist was, das kann jeder anders wahrnehmen. Und ich versuche das mal ein bisschen in technische Details zu packen. Und zwar sieht das so aus. Das Gewicht der Pico kommt insgesamt mit 586 Gramm daher. Und das Internet sagt, das wären 295 Gramm ohne Headstrap. Jetzt könnt ihr das nicht wegnehmen. Und da ist auch noch ein bisschen Zeug dran vorne, in so Lautsprecher und Tasten. Und ich habe mal den Balancepunkt gesucht und habe eine Teilmessung gemacht. Das wird zu kompliziert, das hier zu erklären. Drum steht da unten drunter circa. Also ihr habt vorne, ihr seht das auch, das ist extra so ein bisschen bis knapp zur Mitte gerechnet, habt ihr circa 396 Gramm Gewicht und hinten habt ihr circa 190 Gramm von der Gewichtsverteilung. Bei der Quest 2, wenn sie denn mit dem Gummi-Headstrap, wie sie aus der Packung kommt, gemessen wird, sieht das wie folgt aus. 503 Gramm komplett, 458 ohne Headstrap und die Verteilung sieht wie folgt aus. Wir haben vorne ca. 483 Gramm und hinten ca. 20 Gramm. Der eine oder andere wird jetzt sagen, Moment, ich habe mir das erste nicht gemerkt. Gerne, beides nochmal im Vergleich. Die Quest 483, die Pico 4 396. So, was ist denn das ungefähr? Muss man jetzt irgendwas holen? Eine Tafel Schokolade circa. Das ist einfach eine Tafel Schokolade. Nicht die große Toblerone aus der Schweiz. Eine ganz normale Tafel Schokolade. Dann passt das ungefähr. Habt ihr bei der Quest mehr obendrauf sitzen. Ja, kommen wir schon zu Punkt 4. Ich muss mich hier an die Reihenfolge halten. Und zwar geht es hier ums Headstrap. Ja, ist cool, ne? Ist schon dran. Gut verteilt. Riesenvorteil. Es gibt aber auch ein Aber. Und das ist wieder etwas sehr Persönliches, kann jeder anders empfinden. Ich sage das jetzt jedes Mal, weil sonst heißt, oh, du hast hier eine Meinung, ich habe eine andere Meinung, dürft ihr haben. Ich sage euch jetzt, was ich so als, nicht negativ, sondern wo ich die Unterschiede sehe. Ja, hab ich mich diplomatisch, schweizerisch schön gerettet. Ihr habt bei der Quest 2 von Anfang an das Gummi-Headstrap dabei. Und es wäre jetzt auch blöd, wenn ich was anderes behaupten würde. Ich stehe dazu. Ich finde das richtig gut für gewisse Zwecke. Und zwar immer dann, wenn ich mich anlehnen möchte, wenn ich es wirklich gemütlich haben möchte. Habt ihr schon mal versucht, euch mit so einem Teil irgendwo richtig schön im Kopf auch anzulehnen? Ist relativ schwierig. Ich muss zugeben, ich benutze es sehr selten. Ich benutze es immer dann, wenn ich Autorennen fahre in meinem Sitz. Finde ich das super, dass ich da hinten nicht was dran habe. Und tatsächlich, wenn ich krank bin und dann irgendwie im Bett liege und mit der Brille so egomäßig irgendwas gucken möchte, dann habe ich das auch drauf. Sehr individuell. Headstrap könnt ihr hier vorläufig erstmal nicht wechseln. Ich meine, hier ist der Akku drin, da werden irgendwelche Leitungen nach vorne gehen. Das könnt ihr nicht einfach wegreißen und gegen was Neues ersetzen. Vielleicht sind hier aber Schleifkontakte drin und man kann das dann trotzdem mal ersetzen. Bei der Quest 2 könnt ihr das wegnehmen und gegen was Neues ersetzen. Und da gibt es bereits einige Sachen. Da gibt es von Drittherstellern Sachen. Ich zeige jetzt das mal von Meta selber. Da habt ihr einmal das Deluxe Headstrap. Hier hinten ist noch kein Akku drin. Und das funktioniert ähnlich wie bei der Pico. Und dann gibt es aber noch, Moment, dann gibt es noch das Deluxe Headstrap mit Akku. Klar,
Jetzt wird die Quest richtig schwer, aber es ist auch schön, wenn man den Mittelpunkt hat und man kann das ausbalancieren. Ein großer Teil vom Gewicht könntet ihr auch noch über euren Kopf abfedern. Also denkt daran, wenn ich euch das hier vorhin gezeigt habe, das ist ein circa Wert, wenn man aber diesen Auflagepunkt in der Mitte gut findet, dann entlastet das immer noch vorne und hinten, weil ihr versucht, das in eine Balance zu bringen. Bloß wenn hinten relativ wenig Gegengewicht ist und das muss irgendwie an euren Haaren hinten noch gummimäßig halten. Ihr wisst, was ich meine, es ist zu individuell. Hä? Also nehmt das nicht zu krass auf mit den Gewichten. Aber hier, das ist einfach Fact. Hier gibt es bereits verschiedene Headstraps und auch die zum Hochklappen, auch die auf der Stirn aufliegen von Drittherstellern, gibt es bei der Pico noch nicht. Vielleicht kommt da was. Vielleicht kommt auch irgendwann was mit einem größeren Akku, weil hier kann ich natürlich bei der Quest mit dem Akku-Pack das erweitern. Kostet natürlich alles Geld, ist mir klar. Haben wir alle dieses Jahr relativ wenig in der Tasche. So, gucken wir uns das mal an. Gasket habe ich euch, glaube ich, was soll ich dazu sagen? Ja doch, irgendwas will ich euch dazu sagen, und zwar Folgendes. Die Brille hier passt meinem Wasserkopf wie angegossen. Also wenn ich jetzt hier meine Brille ausziehe und mich da reindrücke, hier kommt kein Licht an der Seite durch, nichts. Einige haben gesagt, oh, da kommt Licht an der Seite durch. Bei mir ist das nicht der Fall. Und wenn ich die Brille da reinnehme, das geht super geschmeidig. Also mit Brille komme ich hier super toll rein. Allerdings durch die Brillenbügel, ja, dann fällt auch wieder Licht durch, aber wo nicht? Ich meine, das ist physikalisch gegeben. Bei der Quest 2 ist es so, beim Standard-Gasket komme ich mit der Brille nicht gut rein. Die bleibt hängen. Aus diesem Grund habe ich mir hier schon bereits Erweiterungen gekauft. Für die Kinder habe ich ein kleineres, für mich als Brillenträger habe ich ein breiteres. Und ja, da muss man dann wieder auf Zubehör zurückgreifen, welches es gibt. Und dann kann man das auch wechseln. Entschuldigung, lassen wir drin. Bei der Quest 2, ich glaube, Alexi Bexi hätte jetzt so richtig gerülpst. Sollte ich mir auch angewöhnen. Hier ist es geklickt. Und bei der Pico 4 ist es magnetisch. Ne? Das sind Magnet. Ist es magnetisch? Doch, es ist magnetisch. Ich war leider ein bisschen verunsichert. Also, so. Da gibt es kein besser oder schlechter für mich. Das eine ist magnetisch, das andere geklickt. Funktioniert beides momentan. Ich hatte bei der Quest 2 mal das Problem, ich hatte ein Cover gehabt, das hat geknirscht wie Sau. Habe ich gewechselt bekommen. Die ganze Brille, jetzt läuft's. Ja, bei der Pico ist noch so ein Nasenteil dabei. Hier, das kann man, so ein Schlabberlappen, den könnt ihr euch da unten reinmachen, um den Lichteinfall von der Nase zu reduzieren. Ganz zum Schluss ein wichtiges Thema für mich. Das geht aber so in die persönliche Meinung rein. Müssen wir später angucken. Gucken wir uns jetzt mal die Controller an. Gehen wir zum nächsten Punkt. Hier, Controller. So, na, zu nah darf ich auch nicht halten, ne? Sonst seht ihr es auch nicht mehr. Das sind die Controller der Pico 4. Sehr schönes Design. Übrigens Verarbeitung, auch bei der Pico 4. Ist gut, sehr gut. Bestens. Beklagt habe ich mich damals mal über die Pimax. Aber hier konnte ich mich nicht beklagen. Ist sehr schön verarbeitet. Auch die Controller, sehr schön verarbeitet. Richtig toll. Und genauso auch die von der Quest 2 sind auch toll verarbeitet. Das ist ein anderes Design. Hier haben wir den Ring. Und hier haben wir mehr, dass ich näher an was rankomme. Gut, komme ich hier auch. Naja, komm. Stimmt gar nicht. Ich komme mit beiden näher ran. Ich weiß nicht. Das ist so individuell. Ich könnte jetzt nicht sagen, oh, ich finde das Design besser oder schlechter für die Allgemeinheit. Für mich gibt es einen ganzen krassen Punkt, warum ich den Controller besser finde als den. Aber gucken wir uns den Controller mal bitte ein bisschen weiter an. Und zwar mit den Gewichten. Habe ich das hier? So, habe ich für euch. Ihr seht es auch noch mal ein bisschen näher. So ein Controller macht keinen Sinn, die Controller mit Gewicht anzugeben ohne Batterie irgendwie. Darum habe ich mich entschieden, das mit Batterien für euch zu schreiben. Und da gibt es Unterschiede. Batterien können leichter oder schwerer sein.
Eine Kohle-Zink-Batterie wiegt fast nichts. Eine Alkali-Batterie wiegt ein bisschen was und ein Akku wiegt teilweise noch mehr. Und das seht ihr jetzt hier. Wir haben bei der Pico 4, ich nehme das nochmal zurück, bei der Pico 4 haben wir zwei Batterien drin. Das heißt, hier, seht ihr das? Zweimal AA. Zweimal AA-Batterien. Bei der Quest ist es eine AA-Batterie. So, und drum haben wir hier auch ein bisschen anderes Gewicht nachher. Gehen wir nochmal drauf. Bei der Pico 4 kommen wir mit einer normalen Alkali-Batterie auf 177 Gramm mit Akku auf 193 Gramm. Die Quest 2 Controller bekomme ich nicht so schwer hin. Die liegen bei 150 Gramm bzw. 158 Gramm. Ja, genau, wegen einer Batterie. 8 Gramm mehr, ne? Jetzt wissen wir, was so eine Batterie wiegt. Und das muss jeder für sich selber wissen, ob er lieber schwere Controller mag oder nicht. Für mich ist das überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich mag gerne schwere Controller, dann habe ich das Gefühl, habe ich was in der Hand, aber es kann auch ermüdend sein, wenn sie dann so Tonnen ziehen. So, über die Controller, Batterie haben wir gesprochen, Größe, reden wir mal über das Tracking. Beide Brillen super Tracking. Absolut. Also auch bei der Pico genügend Kameras, die das erfassen. Und mit super meine ich, wir sind da nicht auf Lighthouse oder so, oder dass jetzt hier schon Kameras in den Controller drin wären. So weit sind wir noch nicht. Wie testet denn der Doctor's Tracking? Oh, Entschuldigung. So, wie testet denn der Doctor's Tracking? Der Doc hat das so getestet, indem er, zuerst war ich in 11 Table Tennis und habe meinen Schläger hinter den Rücken gehalten und so hin und her bewegt und habe im Schatten geguckt, was sich da alles noch bewegt. Und eine andere Variante ist, ihr stellt euch in einem Spiel, wo es einen Spiegel gibt, vor den Spiegel und guckt euch da an und guckt mal, was die Controller so hinter eurem Rücken noch machen. Beide Controller haben irgendwann das Tracking verloren. Das heißt, es waren eigentlich nur noch die Gyros aktiv, dass man die Controller Richtung tracken konnte, aber nicht mehr, wie weit nach rechts oder wie weit nach links vom Körper sind sie, wenn ich sie hinter mir halte. Sie haben aber eine ausreichende Zeit, das Ganze, wie sagt man, interpretiert. Das heißt, nicht, wenn sie sofort aus dem Sichtfeld raus sind, hat es aufgehört, sondern der konnte schon noch über die Gyros das berechnen. Und es sind auch keine Controller bei mir weggeglitscht. Beide Brillen, für mich gefühlt identisch. Und wieder dieses Wort, für mich gefühlt, subjektiv, so ist es. Dann, wichtiger Punkt für mich, ich habe vorhin gesagt, warum ich diese Controller nicht bevorzuge, für mich. Das zeige ich euch jetzt. Wieso ist hier noch das Headstrap? Achso, ja. Hier, Controller. Ach nee, ich hab noch was vergessen. Guck mal hier. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, finde ich, dieses Thema. Die Quest-Controller, die haben kapazitive Sensoren. Das heißt, ich zeige euch mal ein Video dazu. So, wenn ihr eure Finger bereits auf die Tasten drauf haltet, ohne dass ihr sie drückt, weiß der Controller schon, wo ihr den Finger habt. Also wenn ich den hier vorne drauf halte, weiß der Controller, hey, der Doc hat seinen Finger schon hier oben drauf oder hat sie auf den Tasten. Wozu braucht man das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Für Neulinge ist das ganz geil, dass die gerade wissen, wo habe ich denn meine Finger drauf? Wo bin ich denn? So als Orientierung. Aber so nach einer halben Stunde braucht das kein Mensch mehr. Gibt es Spiele, die das unterstützen? Schreibt es mir mal. Ich wüsste nicht, wofür ich kapazitive Tasten sonst brauchen würde. So, ich mache es aber spannend, weil ich ja gesagt habe, ich zeige euch jetzt mal was, warum der Controller für mich nicht so toll ist. Und zwar hier. Guckt euch das mal an. Auf der linken Seite seht ihr meine Hand, die Pranke. Und auf der rechten Seite die Hand meiner Frau. Und jetzt fällt euch sicher auf, an meiner Hand, die ist zu groß eigentlich. Also ich passe da rein in den Controller, es geht. Aber ihr seht am kleinen Finger, da gibt es eine Druckstelle. Und das tut mir mit der Zeit weh. Und ich muss dann immer ein bisschen wieder höher greifen. Aber es ist nie so, dass ich wirklich super bequem das halten kann. Aber Leute, ich habe Riesenhände. Das ist so. Und das werden ganz viele von euch nicht haben. Ich habe es noch nirgendwo im Internet gesehen, dass einer geschrieben hat, mein Gott, sind die Controller zu klein. Überhaupt nicht. Aber für mich ist es effektiv so, wenn ich die bequem halte, guckt,
Ich komme da dran. Schade eigentlich. Schade. Aber was soll's. So ist es halt. Gut, mit den Controllern sind wir durch. Gucken wir uns noch mal die Linsen an. Die Pico 4 kommt nämlich mit 9 Linsen. Guck mal hier. Richtig schöne, große Pancake-Linsen. Und Pancake-Linsen im Vergleich zu diesen hier, die kennt ihr, als altbekannte, ich sage es jetzt extra falsch, Fresnel-Linsen, aber das spricht man nicht so aus, weil die hat ein Franzose erfunden. Und zwar war das der Augustin Jean Fresnel. Ist wird nicht ausgesprochen, Fresnel. Und die Pancake-Linsen, die machen ein richtig schönes, scharfes Bild. Und die machen das auch so, dass man näher an die Screens rankommen kann. Und, das ist richtig toll. Und da sieht man den Unterschied von der Schärfe der Brille. Sieht man. Jetzt ist immer die Frage, wie stark ist der? Ist das jetzt so mega krass, der Unterschied? Und jetzt wieder ganz persönlich meine Meinung. Ich finde ihn nicht so krass, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist ein Unterschied von so zu so. Das ist es nicht. Für mich. Aber einige von euch sagen, boah, die ist total unscharf für mich. Und vielleicht hat das aber auch noch andere Gründe, weil die Linsen bei der Pico 4, die könnt ihr in 20 Stufen elektronisch nach rechts und nach außen schieben lassen. Das sind kleine Motörchen drin, die fahren nach außen oder nach innen. Bei der Quest 2 habt ihr 3 Stufen, aber es gibt einen Trick. Ihr könnt diese Stufen, die rasten, ein. Ihr könnt sie aber auch dazwischen einstellen. Und der Screen, und das ist so von der Software, der erkennt das und reguliert das Bild dazwischen auch noch. Also das könnt ihr auch beobachten. Geht mal ganz fein zwischen diesen Einrastpunkten, schiebt das mal hin und her und ihr werdet sehen, dass dieser Screen dahinter, das ist ja ein großer Screen und er muss das Bild auf diesem großen Screen hin und her bewegen, anpassen. Das macht die Quest 2. Also jeder, der Probleme hat, kleiner Tipp, probiert das mal aus, diese Zwischendinger zu finden. Aber ja, es ist schon sexy bei der Pico 4, dass man das so einstellen kann. Ganz geil fand ich die Meldung. Wir haben hier bei der Pico einen Augenabstand von 58 bis 72 mm. Und ich glaube, so ab 62 mm tiefer wird man darauf hingewiesen, dass wenn man jetzt noch weiter runter geht, dass man sich die Nase quetschen, verletzen könnte. Fand ich ganz witzig. Die Quest kann von 58 bis 68, also der Startabstand ist der gleiche, aber 68 bei der Quest und 72 bei der Pico 4. Der Unterschied auch noch zwischen den Fresnel-Linsen und den Pancake-Linsen ist, ihr habt diese Lens Flare, Glare, ich nenne mal das deutsche Wort, ihr habt diese Lichtreflexion viel, viel weniger in den Pancake-Linsen. Wenn euch das jetzt massiv gestört hat bei der Quest 2, dann könnte es sein, dass ihr mit der Pico da glücklicher seid. Mich hat es bei der Valve Index ganz schlimm gestört. Bei der Quest 2 stört es mich nicht, weil es nicht mehr so krass war. Und hier ist es halt anders. Es ist nicht komplett weg. Es gibt immer noch leichte Spiegelungen, aber die sind nicht so stark wie bei den Fresnel-Linsen. Also wirklich, das ist eine massive Verbesserung und ich wünsche mir wirklich, dass wir in Zukunft sehr viele Brillen sehen, die diese Linsen drin haben. Linsen. Gucken wir uns die Linsen mal aus der Nähe an, weil ich habe vorhin gesagt, guckt euch mal die riesen Linsen an. Guckt euch das mal an. Sieht riesig aus. Im Gegensatz zur Quest 2 sieht klein aus. Da denkt man, mein Gott, da habe ich ja viel mehr Fläche. Viel mehr. Bestimmt doppelt so groß. So ist es aber auch nicht. Und zwar sieht es so aus. Gucken wir mal. Die Linsen, die sind nicht rund. Ne? Die sind, die haben eine ganz eigene Form. Die sind auch nicht mal kontinuierlich oval. Darum habe ich mich entschieden, die schmalste Stelle zu nehmen. Und die breiteste Stelle, und euch die mal aufzuschreiben, bei der Pico ist die schmalste Stelle der Linse 4,5 cm, bei der Quest 4,2. Und bei der Pico ist die größte Stelle 5,1 cm, bei der Quest 2 4,6.
Summa summarum, wenn ihr jetzt den Zwischenwert nehmt, beziehungsweise davon ausgeht, wir müssen ja versuchen, rund zu rechnen, machen wir die ovale Linse mal rund, dann kommen wir beim Durchschnittswert von der Rundung auf circa 8,1 Quadratzentimeter bei der Pico. Und bei der Quest 2 sind es circa 15,2 Quadratzentimeter. Die ganzen Mathematiker unter euch, die lynchen mich schon wieder. Oh, wie hast du das berechnet? Stell die Formel auf. Nein, nehmt's. Nehmt's so hin. Wie viel Unterschied ist denn das ungefähr? 16% Unterschied. Ihr habt 16% mehr Linsenfläche in dieser Brille. Und ja, das sieht man. Ist jetzt nicht doppelt so groß, aber man sieht's. Habe ich was vergessen? Augenabstand habe ich gemacht. Ja, die Displays. Hinter der Linse kommen natürlich dann die Displays. Und ganz ehrlich, die Pico hat ja die höhere Auflösung als die Quest 2. Und jetzt wieder meine persönliche Wahrnehmung, wie ich da durchgucke und wie ich das wahrnehme. Ich registriere die höhere Auflösung in dem Sinn nicht. Ich registriere die Linsen, das schärfere Bild, die Auflösung nicht. Das kann aber auch damit zu tun haben, so ein Display besteht aus Pixeln. Jedes Pixel besteht aus einer Reihe von Leuchtpunkten. Nicht jeder Leuchtpunkt ist ein Pixel. Wir haben verschiedene RGBs, also Rot-Blau-Grün-Punkte. Und so eine Matrix, ich zeige euch die mal kurz. Habe ich die hier irgendwo abgelegt? Tracking, Linsen. Wo ist die Matrix? Hier ist die Matrix. Guck mal. Das ist so ein typisches, ist nur ein Beispiel, so ein typisches Matrixbild. Und zwischen diesen Pixeln, Subpixeln in dieser Suppe hat man früher dieses, man hat es Fliegengitter genannt. Ne? Und ich sage jetzt aber wirklich nicht Fliegengitter, weil es ist kein Fliegengittermuster mehr, was man wirklich so erkennen kann. Aber ich kann die Matrix bei der Pico 4 fokussieren. Die kann ich sehen. Und aber nicht, wenn ich ins ferne Bild gucke, dann nehme ich es nicht wahr. Aber ich kann mit meinen Augen kann ich sagen, so, jetzt ein bisschen näher ran einstellen und dann, ah, ich sehe das. Und bei der Quest 2 sehe ich das nicht. Und vielleicht, ja, gibt das einem so irgendwo für mich jetzt das Gefühl, dass ich da nicht wirklich viel mehr Auflösung sehe. Sie sind beide, das ist so subjektiv, sie sind beide sehr hochauflösend eigentlich. Und da würde ich sagen, gewinnt für mich die Schärfe bei der Pico 4. Und aber die Pixelkonsistenz finde ich jetzt schöner bei der Quest 2. Meine persönliche Meinung. Und das kann jeder komplett anders sehen. Und aus diesem Grund habe ich auch gleich noch was für euch. Aber bevor wir das angucken, möchte ich euch noch schnell das Field of View. Das ist nämlich genau so ein, das ist so schwierig. Ne? Die Hersteller, die geben immer ein Field of View an und dann guckt man da durch und dann macht man mit Testprogrammen. Ich zeige euch mal so ein Testprogramm. Und zwar kann ich jetzt hier das Field of View messen, indem mein Tracking praktisch eingefroren wird. So, ihr seht jetzt so ein eingefrorenes Tracking. Auch wenn ich meinen Kopf bewegen würde, da wird sich das Bild nicht mehr bewegen. Und dann kann ich mit den Sticks so zwei rote Balken zur Seite bewegen. Ich muss immer geradeaus gucken. Und also natürlich kann ich auch rechts und links gucken. Und dann kann ich gucken, bis wohin sehe ich diese roten Balken noch. Und da gab es ja schon in der Vergangenheit Diskussionen drüber. Oh, der eine sieht das, der andere sieht das. Leute, das ist, oh, das ist echt so schwierig. Jetzt guck mal. Bei mir sitzt die Pico 4 ja perfekt auf. Großen Bollerkopf. Das heißt, ich liege hier schon an den Seiten auf und ich komme nicht so nah ran an die Linsen. Und wenn ich jetzt bei der Quest oder wenn ich jetzt ein anderes Gasket nehmen würde, dann würde ich näher rankommen und dann sieht man mehr Field of View. Und ich möchte euch das mal schnell zeigen. Sehr individuell, das ist jetzt auf meinen Kopf bezogen. Wenn ich beide Brillen ganz normal, ganz easy trage, extra nicht feste angezogen, sondern ganz locker, dann sehe ich, und das habe ich extra gemacht, ich will euch gleich sagen, warum. Also wenn ich die ganz locker trage, dann sehe ich bei der Pico 4, habe ich ein Sichtfeld von 80%. Und ich rede jetzt nur von der horizontalen, weil das andere müssen wir nicht angucken, weil ihr gleich sehen werdet, wie individuell das ist. Bei der Quest 2 habe ich da 86. Wenn ich jetzt aber hinten das Headstrap schön satt anziehe,
Guck mal, was bei der Pico passiert. Dann geht das nämlich von 80 unheimlich schnell auf 98 hoch. Bei der Quest 2 komme ich dann nicht mehr so hoch. Da liege ich nämlich nur noch bei 92. Und ich habe mir erlaubt, mal die Gaskets rauszunehmen und mal so nah ranzugehen, dass meine Augen nicht direkt auf der Linse kleben, aber so nah wie ich kann. Also wenn ich jetzt wirklich ein Gesicht habe, was genug klein ist, meine Kinder, die kommen so weit ran, dann habe ich bei der Pico 4 komme ich auf 102 Grad und bei der Quest 2 auf 96. Mehr geht da bei mir nicht. So. Und das sind keine Werte, die ihr jetzt nehmen sollt und sagen sollt, oh, so viel und mal so viel und das ist gut. Das soll nur zeigen, dass auch mit dieser Technologie der Pancake-Linsen, wenn man nur ein bisschen näher rankommt, ein paar Millimeter, sich sofort vielleicht das Field of View für den einen oder anderen stark verbessert. Und wenn irgendwas vielleicht für mich noch repräsentativ ist, für mich jetzt, das ist, wenn ich mal für beide Brillen so ein Gasket habe, wo ich ganz nah rankomme, ich bin ja noch Brillenträger, da muss ich noch die Linsen drauf klatschen, dann wäre es wahrscheinlich der unterste Wert für mich. Das wäre so das Maximum, was ich rausholen kann. Und ja, ihr seht, bei der Pico ist es für mich ein bisschen mehr, ne? Aber es ist nicht, wow, es ist, oh, jo, oh, nett, nett. Ich hätte gerne, natürlich hätte ich immer gerne mehr. Warum auch nicht? Wir sind auf dem richtigen Weg. Dahin wollen wir gehen. Mehr Bild. So, aber ich habe euch ja gesagt. Ah nee, es kommt immer noch nicht. Es kommt immer nicht. Es kommt noch mal was. Ich habe noch mal was gemessen. Das ist mir aufgefallen und das ist auch meinem Kollegen aufgefallen. Und zwar die Helligkeit der Displays. Und zwar, ich glaube, das ist gar nicht mal so individuell von der Wahrnehmung. Ich habe auch meine Familienmitglieder gefragt. Das könnte vielleicht noch in den Brillen unterschiedlich sein. Vielleicht kann man das auch per Software, vielleicht kann Pico da mit Software noch was rausholen. Was ich sagen kann, ist, die Quest ist heller als die Pico 4 bei mir zu Hause. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, nein, das ist doch wieder so individuell. Darum habe ich es gemessen. So sieht's aus. So, gucken wir mal. Jetzt kommen wieder ganz findige Leute und sagen, wie hast du das gemessen? Ja, es ist eine App, es ist eine Luxmeter-App und ja, die sind nicht geeicht. Das heißt, also nicht gut. Das heißt, die können auf jedem Gerät, auf jedem Handy ein bisschen was anderes anzeigen, weil das wird über den Kamerasensor gemacht vom Handy. Aber was sie sehr gut können, ist, solange man sie auf dem gleichen Handy benutzt, können die Unterschiede in der Helligkeit messen, also die Differenzen. Das können sie alle sehr gut. Das könnt ihr auch nachlesen im Internet und auf das verlasse ich mich jetzt mal. Ich habe eine kostenpflichtige genommen. Und ja, jetzt sieht das da so aus. Wir haben Quest 2, bei 100% Lichthelligkeit haben wir einen Wert. Ich sage extra nicht Lux, sondern wir haben einen Wert von 266. Und rechts haben wir die Pico 4. Bei 100% Helligkeit komme ich auf einen Wert von 227. Also trügt mich mein Auge nicht. Und jetzt kommen wir wieder was, da kann man drüber streiten, wenn ihr wollt oder nicht. Ich sage jetzt mal, wie ich es wahrgenommen habe. Wenn ich die Quest 2, ich habe erstmal geguckt, immer wieder verglichen, wenn ich die auf circa 20% vom Regler runterschraube von der Lichthelligkeit, dann sah es bei mir gleich aus. Und dann hatte ich auch in etwa den Wert der Pico 4 mit dem Luxmeter. Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, mein Gott, die ist 80 mal dunkler oder 80% dunkler als die Quest 2. Nein, Leute, das ist es nicht. Dieser regelbare Bereich der Helligkeit, jetzt auch in der Quest 2, der regelt, wenn ich da auf 0 runtergehe, ist die Quest nicht aus. Wisst ihr, ihr pegelt vielleicht so die letzten 10% des Lichts zwischen 0 und 100%. Und das Gleiche macht auch die Pico. Und muss sogar ehrlich sagen, ich finde die Helligkeit der Pico angenehm. Ich find's gut. Ich habe nämlich die Quest eh immer runtergeregelt. Die war mir ein bisschen zu hell. Und da finde ich nicht schlecht die Helligkeit der Quest, aber eben vielleicht kann man da softwaretechnisch noch irgendwas machen. Ich weiß es nicht. So, und jetzt kommt's aber. Ich habe nämlich die Profis gefragt, Leute.
Ich hab hier zwei Profis zu Hause sitzen und da kann doch der Doc hier erzählen, was er will, von Matrix und Seg und Werten und schmeißt da mit irgendwelchen Lux-Zahlen rum. Schlussendlich geht es doch darum, was die Profis dazu sagen. Und dazu habe ich meine Kinder gefragt. Und es ist so, ich habe die hier hochgeholt, getrennt. Einer blieb unten, der erste durfte hier testen. Der erste ist der Jüngere und der zweite ist der Ältere. Und unabhängig haben sie ihre Meinung gegeben. Und bitte habt ein bisschen Nachsicht. Mein jüngerer Sohn, der ist erst 8, der braucht ein bisschen Zeit für seine Antwort und sie ist ein bisschen vielleicht auch nicht so ganz klar, aber der zweite hat eine ganz klare Ansage gemacht. So, jetzt kommen die Zitrönchens. So, Großer, du machst jetzt nochmal den Test. Du kriegst gleich nochmal die zwei Brillen, die Quest 2, die du kennst, und die Pico 4. Und dann sagst du mir mal, in welcher du mehr Bild siehst, in welcher du weniger Bild siehst, in welches ist das Bild schärfer. Aber als erstes gebe ich dir nochmal die Quest 2 zum Vergleichen. Wir haben auf beiden Brillen ja die gleiche Szene eingestellt. Guckst du dich ein bisschen rum. Ist die Brille komplett scharf oder musst du dir noch ein bisschen... Ja, stell dir mal so ein, dass du das scharf siehst. Hast du es verinnerlicht? Mhm. Jetzt gebe ich dir die Pico 4. Gucken wir. Pico 4. Und dann musst du die ein bisschen tiefer halten vielleicht. So. Muss mal gucken. Geht's? Ist sie scharf? Ja, scharf. Gut. Also fangen wir mal mit der ersten gefühlten Frage an. Was hast du das Gefühl, welche Brille hat das schärfere Bild? Du kannst sie dir auch nochmal so einstellen, dass sie schärfer wird für dich. Ich meine, den Augenabstand haben wir schon angepasst an dich, aber ab und zu muss man dir ja noch ein bisschen rumrutschen auf der Nase. Sind die in etwa gleich? Ist eine in viel etwa schärfer? Gleich. Die sind in etwa gleich, okay. Und was hast du das Gefühl, bei welcher Brille hattest du mehr Bild, also mehr von dem farbigen Bild gesehen? Bei der ersten oder bei der, die du jetzt auf der Nase hast? Oder auch in etwa gleich? Ja, bei der sieht schon mehr Schwarzes, aber das Bild ist nicht wirklich größer. Hier ist halt die größere Brille. Aber ja, hier seh ich mehr Bild. Da siehst du mehr Bild, okay. Also, ja gut, dann hol mir doch mal deinen Bruder. Danke dir. So, Großer Nummer 2. Du kriegst jetzt auch beide Brillen zum Testen. Die Quest 2 kennst du auch, mit der spielen wir ab und zu. Die ist eingestellt auf deinen Augenabstand. Und ich habe beide Brillen ins gleiche Spiel reingesetzt, an der gleichen Stelle. Und ich möchte mal, dass du die Brille, die du schon kennst, mal aufsetzt und dir die so einstellst, dass sie scharf ist, dann ziehst du dir hinten an. Gut. Gut. Und jetzt guckst du mal ein bisschen rum, achte mal ein bisschen so auf die Schärfe des Bildes, auf die Farben. Wenn du geradeaus guckst, wie weit kannst du nach rechts und links gucken im Bild? Weil ich werde dich nachher fragen, in welcher Brille du mehr Bild siehst. Also nicht mehr von irgendwelchen schwarzen Rändern, sondern wo hast du das Gefühl, du kannst weiter nach rechts und links gucken, ohne den Kopf dabei zu bewegen. Hast du es in etwa so gefühlt, verinnerlicht? Ja. Dann ziehst du dir jetzt aus. Oh, Entschuldigung. Und ich gebe dir jetzt mal die Pico 4. Wenn ich da oben ein bisschen, du hast ein bisschen größeren Kopf als dein Bruder. Hinten kann man die auch mit dem Rad anziehen. Die ist viel zu weit oben. Die ist viel zu weit oben. Warte mal, dann machen wir das so. Ui, das war ein bisschen zu weit oben. So? Ja. Okay. Mach's dir so, dass er bequem ist und scharf ist. Hast du das Gefühl, passt so? Ja. Okay. So, jetzt mal so gefühlt der Unterschied. Ist das in etwa das Gleiche? Merkst du direkt irgendeinen Unterschied? Oder? Also, ja, einen Unterschied merke ich sofort. Ich kann weiter sehen, ohne den Kopf zu drehen. Also nach rechts, links, oben und unten? Ja. Das nennt sich eben das Field of View, da hast du mehr, ja. Ist das viel mehr? Würde dir das jetzt viel bedeuten, mit so einer Brille das spielen zu können, die Spiele? Oder ist das in etwa gleich? Müsste es noch viel größer sein für dich? Oder ist das schon richtig gut jetzt? Es ist schon ziemlich gut, aber es ist halt schon cooler, so zu spielen. Okay. Von der Schärfe her, was hast du das Gefühl, welche Brille ist schärfer? Sind die beide gleich scharf für dich oder merkst du dann Unterschied? Ist das Bild irgendwie anders?
Also die hier, die ich jetzt anhabe, dort auch die Fackeln und das Portal, das sieht auch richtig schön aus. Bei der anderen hat das Portal einfach nur hellblau geleuchtet und jetzt spiegelt sich alles ein bisschen so verschwommen drin. Okay. Ja gut, das, je nachdem, was man für Elemente sieht, kann das noch in der Spielversion vielleicht liegen, aber ist ja schon mal schön. Und das sieht auch viel besser aus von der Grafik. Du findest die Grafik besser? Ja. Okay. Ja gut, dann haben wir doch jetzt mal da eine Meinung von dir. Ja, da habt ihr es gehört. Das ist mal eine Meinung, die kann ich jetzt auch nicht in Frage stellen. Ich persönlich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Spiele, die hier auf den Brillen drauf sind, die sehen so gleich aus. Das ist so, häufig wird ja auch gar nicht die native Auflösung ausgegeben, sondern es wird was anderes aufs Display gegeben, als das Display eigentlich könnte. Und was soll ich sagen? Für mich ist das nicht, dass da jetzt eins so mega raussticht von der Grafik. Aber mein Sohn hat gesagt, auf der Pico sieht das besser aus. Dann ist es so. Ne? Ganz klare Sache. Aber da sieht man wieder, wie individuell das ist. Ich gucke das vielleicht schon viel technischer an und eher emotionaler oder weiß ich nicht was. So ist es halt. Reden wir mal über PC-VR-Gaming mit diesen Brillen. Und ich bin da etwas voreingenommen und das sage ich euch auch gleich, aber ich werde es gleich trotzdem versuchen, fair zu bewerten. Ich finde beide Brillen genau gleich fürchterlich, was das anbelangt. Ich mag es wirklich, wenn man noch mit einem DisplayPort in die Brille reingeht und dann das schöne, klare Bild hat. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn das komprimiert wird. Und das habe ich jetzt mal aufgenommen und da machen beide Brillen ungefähr den gleichen Job. Da sehe ich keinen Unterschied mit der Standardsoftware. Das ist, ich finde das traurig. Ihr seht nicht, was ich meine. Ich meine diese Farbabstufung um die Lampe rum. Das gibt so komische Flecken. Das habe ich durch die Linse übrigens fotografiert und da sieht man diese Helligkeitsabstufung, dass die einfach ja so artefaktartig aussieht und sowas mag ich nicht. Meine Meinung? Wenn man PCVR-Gaming betreibt und ihr eigentlich die Brille wegen dem kaufen möchtet, dann kauft euch was anderes, aber nicht die Pico 4. Aber wenn ihr ohne Kabel spielen wollt, ja, da machen, meiner Meinung nach, machen da von der Komprimierung her beide den gleichen Job. Dann müsst ihr auf die anderen Faktoren Acht geben, die wir schon bereits besprochen haben. So, bin ich das mal losgeworden. Und zwar gucken wir uns jetzt mal die Pico-Software an. Aktuell kommt die so daher. Auflösung. Finde ich lustig. Glatt SDHD. Ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ist. Also SD und HD kenne ich aus den Videos, ne? SD ist relativ beschissen. Aber welche Seite ist jetzt besser? Ist HD besser oder ist glatt besser? Ich habe es echt nicht rausgefunden. Ich fand beides fürchterlich. Ich hatte das Gefühl, HD ist besser. Aktualisierungsraten 72 Hertz oder 90 Hertz. Controller-Modus, Standard oder Kompatibilität, habe ich nichts ausprobiert. Mikrofon einschalten, Audio-Latenz, Frame-Interpolation. Wenn es Probleme mit der Internetverbindung zu Frame-Ausfällen führen, werden fehlende Frames durch Interpolation aus dem, ja, also keine Ahnung, was er da genau macht. Was meint er mit der Internetverbindung? Meint er die Netzwerkverbindung oder ist das einfach die Zwischenbildbrechung? Wer weiß, Sprache Deutsch, Version. So kommt das daher. Mehr habe ich nicht gefunden. Sagt mir, wenn ihr mehr findet, beziehungsweise ich habe mehr gefunden, aber da komme ich gleich drauf, weil das ein bisschen versteckt. Jetzt gucken wir uns mal das Quest-PC-Tool an. Das sieht so aus. Hier könnt ihr zwischen 72, 80, 90 und 120 Hertz wählen und die Renderauflösung, die könnt ihr hier mit so einem Regler regeln und zwar in, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, waren das 20 Stufen? Waren das auch 20 Stufen? Man kann viele Stufen. Man kann wirklich hier die Auflösung schön hochschrauben. Hat mir sehr gefallen. Und was es auch noch gibt bei der Quest, wenn wir jetzt über Airlink sprechen, weil beide können über Wi-Fi und über Kabel verbunden werden. Und wenn wir über Airlink sprechen, dann kann man in der Quest, wissen einige nicht, ich habe das schon ein paar Leuten erzählt, die haben gesagt, was, das kann man da einstellen, wenn ihr verbunden seid und praktisch in eurem Haupt-Airlink-Menü seid, dann könnt ihr den Einstellungen die Bitrate einstellen.
ne, für die Funkverbindung bis 200 Megabits. Das ist nicht schlecht. So, und da fehlt mir ein bisschen bei der Pico. Muss ich sagen, fehlt mir, was Standardsoftware ist, und darum greifen auch viele auf Virtual Desktop zurück. Virtual Desktop wird für beide Brillen unterstützt. Hat bei mir am Anfang überhaupt nicht gut funktioniert bei der Pico. Ich hatte mit Repo Kontakt. Danke, Repo, noch für deine Unterstützung. Allerdings hat jetzt mein Rechner ein Update gemacht von Virtual Desktop. Und seitdem geht's. Haut mich immer noch nicht aus den Socken. Aber eben, das ist halt meine Meinung, was das anbelangt, wenn man über Internet spielt. Kann man machen. Virtual Desktop kostet was, weiß nicht wie viel, müsstet ihr euch zusätzlich holen hier drauf, wird auf jeden Fall supported, könnt ihr bis 150 Megabit, glaube ich, hochgehen. Ihr habt da wesentlich mehr Einstellungen als bei der Pico mit der Standardverbindung. Was ihr aber bei der Quest noch habt, das ist noch zusätzlich das Debug-Tool. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Im Debug-Tool könnt ihr richtig hochfahren. Und wenn ihr jetzt die Quest mit einem Linkkabel verwendet und im Debug-Tool die Einstellung schön macht und die Bitrate hochschraubt, dann habt ihr ein richtig geiles Bild auf der Quest, wo man fast keine Artefakte mehr sieht. Das kriegt ihr mit Virtual Desktop so nicht hin. Virtual Desktop läuft noch über WLAN. Geht das über Kabel? Schreibt es mir in die Kommentare. Kann man Virtual Desktop auch über Kabel benutzen? Auf jeden Fall empfehle ich euch das Debug-Tool. Da könnt ihr mit der Quest am PC richtig viel rausholen. Ist nicht so out of the box, verstehe ich schon. Ist schon ein bisschen komplexer, da was zu machen. Dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwo auch bei Pico möglich sein. Da muss doch irgendwas gehen. Und ja, Leute, ich habe was gefunden von Pico. Ich habe eine Datei gefunden. Und die beinhaltet verschiedene Einstellungen, unter anderem auch hier in der Mitte, da so, da, hier, Codec, Bitrate. Die Zahlen, die da stehen, die können nicht stimmen, die müssen irgendwas repräsentieren, aber 600 oder 6 Millionen Bit, weiß nicht, müsste man umrechnen, vielleicht stimmt es ja doch, weiß ich nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich konnte es nicht mehr testen für diesen Test heute, ob das irgendwas bewirkt, wenn ich diese Dateien verändere. Weil das Pico-Headset nach exakt 2 Wochen, wo es seinen Besitzer nicht mehr hatte, die ist zwar mit dem Internet verbunden, aber ich weiß nicht, ob das immer wieder mal mit der App verbunden werden muss, die hat gesagt, so, jetzt bitte neu anmelden. Du musst wieder Benutzername und Passwort eingeben und ja, dann konnte ich nicht mehr rein, weil es nicht meine. Aber ich glaube, das sind Sachen, da wird nachgebessert und das will ich auch schwer hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Sachen Software. So, da sind wir durch und gibt es da was dahinter? Ne, hier gibt es nichts hinter dem Knopf. Dann Sound. Das ist auch sowas, das ist unheimlich subjektiv wieder. Wie soll ich euch erklären, welches Headset besser klingt? Ich kann euch sagen, welches lauter ist. Das kann ich euch sagen. Die Quest 2 ist lauter als die Pico 4. Aber ob lauter besser ist, weiß ich nicht. Aber ich habe ein witziges Video gemacht. Guck mal hier. Ja. Für mich ist es einfach so, die Quest 2 hat ein bisschen mehr Basswumms und die Pico 4 ein bisschen weniger. Und ich würde es bevorzugen, flexibel mehr Lautstärke haben zu wollen, wenn ich sie dann brauche. Da finde ich, hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Aber vielleicht habt ihr einen anderen Ohrenabstand, seid dann näher dran und für euch ist das Ganze auch wieder ganz individuell und besser. Wer weiß. So, kommen wir mal zum Akkutest. Ich habe bereits die zwei Brillen gegeneinander in meinem letzten Video ja, laufen lassen, auf dem Plattenteller als Referenztest. Es hatten beide Brillen das gleiche Spiel. Ich zeige euch das mal. Es war bei beiden Brillen Sound ausgeschaltet, beide Brillen hatten 90 Hertz, beide Brillen hatten In-Depth an der gleichen Stelle, beide Brillen hatten WLAN an. Streaming war off, also ich habe kein Video gestreamt. Raumtemperatur lag bei ca. 21 Grad. Roomscale war eingeschaltet. Helligkeit beider Brillen auf 50% und der Nachtmodus war ausgeschaltet. So, und wie das Ganze aussah, einen kleinen Ausschnitt, falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt, das sah so aus. Run.
So. Pico mit um die 1,5 Stunden, wirklich ein bisschen schwach auf der Brust, aber das war ein Stresstest. Ne? Die Brille musste die ganze Zeit berechnen. Jetzt lese ich ja auch im Internet, da also gibt es Leute, die sagen, oh, bei mir hält sie viel länger. Kann sein. Ich weiß es nicht. Unter diesen Bedingungen hat sie leider im Verhältnis zur Quest nicht so lange durchgehalten. Die Quest erstaunlicherweise mit 3 Stunden 19 Minuten gab auch Leute, die haben geschrieben, das kann gar nicht sein, bei mir hält die niemals so lange. Schraubt mal bei der Quest die Helligkeit runter auf 50%. Das reicht ja. Und dann spielt man mit der, hält länger. Sie hält länger, ist einfach so. Und es war auch so, es waren die Controller, lagen in der Nähe der Brille, also die haben sich auch noch sehen müssen. Von dem her ist das ja einfach die Referenz, mit den gleichen Bedingungen das Gleiche zu testen. Und da hat jetzt halt die Pico diese Zeit gehabt und die Quest eine andere Zeit. Jetzt die Leute, die bei mir auf dem Kanal aufgepasst haben, die wissen, dass ich schon mal einen Akkutest gemacht habe. Und zwar früher. Und der sah so aus, das Ergebnis. Nee, das ist der falsche. So sah der aus mit 2 Stunden 37 Minuten. Ne? Und warum hatte ich denn da plötzlich so wenig Akku oder so wenig Zeit für der Quest? Der Unterschied war, Sound war voll eingeschaltet und Helligkeit bei 100%. Das macht halt schon nochmal einen Unterschied und war vielleicht auch ein anderes Game. Ne? Das ist ja auch noch was. Da hatte ich damals Racket NX laufen gehabt und jetzt war es InDev. Also diese zwei Tests miteinander zu vergleichen, wäre jetzt falsch, weil es andere Bedingungen waren. Hier hatten wir exakt die gleichen Bedingungen. Ja, das ist so ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr gewünscht. Und hier könnt ihr über den USB-C-Stecker, über den Powerpack, könnt ihr hier natürlich mehr Akkuleistung euch irgendwo in eine Hosentasche stecken. Bei der Quest könnt ihr das schon mit dem Deluxe-Strap, aber das macht auch nichts weiter, als hier über den USB-C-Stecker noch ein Powerpack, was dann bereits hinten dran ist, anzuschließen. Aber den hier hinten werdet ihr nicht umbauen können. Der ist gegeben und der ist dran am Headstrap. Also ja, muss man ein bisschen gucken, was da für euch wichtig ist, aber sehr individuell. Dann haben wir persönliche Meinung, Ökosystem, ah ja, kommen wir dazu. Persönliche Meinung. So, meine persönliche Meinung ist, gibt für mich keinen Grund, dieses Headset auf ein riesenhohes Podest zu stellen und das hier ganz nach unten. Ich finde, die zwei spielen immer noch in der gleichen Liga. Sie machen beide ihren Job gut. Es gibt Vor- und Nachteile. Es gibt ein paar Vorteile bei der Pico. Es gibt ein paar Vorteile bei der Quest und da müsst ihr euch jetzt aufgrund von dem, was es dann so ist, euch halt entscheiden. Es ist nicht einfach, aber wie gesagt, ihr könnt nicht so viel falsch machen. Es ist jetzt nicht eins grottig schlecht und das andere ist super. Meine Meinung, ganz persönliche Meinung. Dann das Ökosystem. Das ist bei der Quest 2 aktuell noch viel größer. Es gibt viel mehr Zubehör, viel mehr Spiele, viel mehr Software für die Quest 2. Ihr habt hier noch Sidequest. Sidequest könnt ihr auch verbinden mit der Pico. Das Verbinden geht. Ihr könnt sogar Videostreaming machen, wenn ihr das möchtet. Ein paar Funktionalitäten gehen. Aber ich konnte kein Spiel, welches ich über Sidequest hier drauf installiert habe, spielen. Kommt aber vielleicht noch. Das ist einfach jetzt momentan hinkt das Ökosystem der Pico 4 sehr weit hinterher. Und da, wenn ihr das braucht, wenn ihr die nicht ganz spezifisch für irgendwas braucht, sondern ihr seid auch noch aufs Ökosystem angewiesen und ihr möchtet die Exklusivtitel haben, ihr möchtet diese riesen Spieleauswahl haben, dann würde ich sagen, ist hier die Quest 2 momentan noch besser bedient. Und für mich persönlich gibt es keinen Grund, gerade momentan die Pico 4 zu kaufen, weil ich die Quest 2 habe. Und aus dem Grund, das ist jetzt nicht so krass für mich, dass ich sage, wow, das ist es mir jetzt wert, hier nochmal um die 400 zu investieren, damit ich hier nochmal was Ähnliches bekomme. Ich freue mich da auf andere Brillen, auf die ich spare, damit ich mir die dann kaufen kann. So, warum ist dieses Headset, und jetzt sind wir wirklich im komplett persönlichen Bereich, warum ist dieses Headset für mich auch kein Grund zu kaufen? Und das hat damit zu tun, wie ich euch am Anfang gesagt habe, die Controller. Meine Hände sind zu groß. Es drückt hier. Ich müsste mir dann Gummi oder sonst was reinkleben und dann würde ich auf dem Gummi rumdrücken.
geht für mich gar nicht. Wenn ihr nicht so große Hände habt, was wahrscheinlich 99% der Leute haben, dann wird euch das nicht stören. Es gibt aber noch mal was, was mich stört. Und ich habe am Anfang gesagt, dieser Nasenlappen wird hier wichtig. Als ich am Anfang mit dieser Brille gespielt habe, haben mir relativ schnell angefangen, die Augen zu tränen. Und ich habe gedacht, was ist das? Das kann nicht an der Helligkeit liegen, dass das irgendwie jetzt zu hell ist oder sonst was. Und was ich natürlich auch nicht ignorieren konnte, und ich habe es noch nicht angesprochen, das ist der Lüfter in der Brille. Das ist jetzt ist keine PlayStation 4, die wie ein Staubsauger klingt. Aber der Lüfter, der ist hörbar. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich hab versucht, das irgendwie zu messen. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir die Lüfter hier einen Windzug machen auf meine Augen und die deshalb anfangen zu tränen. Und das war so unangenehm. Und bei dieser Brille springt der Lüfter einfach nach. Kaum hast du eingeschaltet, springt der Lüfter praktisch an. Lass jetzt 1-2 Minuten laufen und dann läuft der Lüfter. Und es ist auch gar nicht so die Lautstärke des Lüfters. Der ist wirklich hier in der Mitte hörbar. Und wenn ihr leise Sachen spielt, dann hört ihr das. Und das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Ich habe es aufgenommen für euch, weil das eben so ganz meine persönliche Meinung ist. Und deshalb bringe ich das zum Schluss. Ich finde nicht, dass der Lüfter zu laut ist, aber im Gegensatz zur Quest hört man diesen, der hier verbaut ist, sehr stark. Und schreibt es mal in die Kommentare, ob man das irgendwie messen kann, ob hier ein Luftzug durchgeht. Ihr kennt das, wenn ihr die Lippen leicht befeuchtet und da reinhaltet. Ich habe das Gefühl, ich merke das, wenn der Lüfter anspringt und eben meine Augen haben angefangen zu tränen. Dann habe ich Folgendes gemacht. Das ist ja relativ dicht, das ganze Zeug hier. Und ich hatte vorhin den Nasenlappen hier drin. Den habe ich rausgenommen. Und siehe da, seitdem tränen mir die Augen nicht mehr, weil ich jetzt wahrscheinlich mehr Luft nach hier vorne abgeben kann. Keine Ahnung, was es ist. Jetzt wollt ihr aber hören, wie für mich die Wahrnehmung des Lüfters ist. Und natürlich könnt ihr mit jedem Mikrofon direkt auf den Lüfter drauf und dann ist der laut. Ich sage euch, wo ich das Geräusch aufgenommen habe. Und ich habe auch extra die ganze Zeit dabei geredet. Und zwar hier ungefähr einen Zentimeter über der Nasenspitze. So ungefähr der Abstand zu den Augen. Klar, die Ohren sind außen. Ich höre nicht mit den Augen, aber ich wollte eigentlich auch bloß wissen, wie es da drin halt zu diesem Wind kommt. Und da kann ich euch mal zeigen, wie der Lüfter so klingt. So, jetzt gucken wir mal, ob das geht. Jetzt halte ich das mal. Ist nur Ton. In die Brille rein, da wo ich meine Augen habe. Das müsste man doch hören, diesen Luftzug, oder? Ich weiß nicht, wie laut es ist, aber ich hab nicht das Gerät auseinandergeschraubt und das direkt auf den Lüfter gehalten, sondern das ist jetzt ungefähr einen Zentimeter von den Linsen entfernt. So. Vielleicht habt ihr es auch gar nicht gehört. Ich weiß es nicht. Muss ich nachher in der Aufnahme mal gucken. Fand ich nicht so schön. Klar, wenn ich den Nasenlappen rausnehme, dann habe ich den Wind nicht mehr drauf. So, das ist auch meine persönliche Meinung. PCVR-Gaming mache ich weiter mit kabelgebunden. Es mag euch überraschen, aber hier liegt die Rift S rum. Ich benutze sie noch. Mag ich. Ich mag's. Hat meine Gründe dafür. Klar habe ich da einen riesen Screendoor-Effekt, große Pixel. Ich mag die Bequemlichkeit. Ich mag dieses Headset. Und genauso werdet ihr vielleicht die hier mögen oder die hier mögen. Und ich gebe die gerne wieder zurück an den Urs. Und vielen Dank nochmal, dass ich die testen durfte. Aber ich werde sie mir jetzt erstmal noch nicht kaufen. Sehe ich noch aktuell noch keinen Grund, kann sich aber ändern. So, dann hat man mich gebeten, mal auch schon in frühen Kommentaren, ich sollte doch bitte auf das eingehen, woher die Brille kommt, wer die produziert. Die Firma Pico 4 gehört zur Firma ByteDance, ein chinesisches Unternehmen. Zu denen gehört auch TikTok. Ich möchte das hier nicht thematisieren, auf jeden Fall nicht in diesem Video, und ich weiß auch nicht, ob ich noch eins mache. Ich möchte euch aber darauf hinweisen, einfach Fairness halber. Ich habe damals die ganzen AGBs der Facebook, von Facebook im Zusammenhang mit dem Account der Quest mal aufgegleist, mit euch durchgearbeitet. Und natürlich habe ich mir auch die AGBs der Pico angeguckt. Und ich habe die nicht mehr im Kopf von Facebook. Die waren sehr umfangreich. Die von Pico sind nicht ganz so riesengroß gewesen. Die lasen sich eigentlich gar nicht so übel. Also ich lese viele AGBs. Ne? Das war jetzt nicht so übel. Ein Punkt ist mir allerdings aufgefallen. Und da müsste man mal drüber diskutieren. Schreibt es mal in die Kommentare.
Die AGBs, die ich hatte, da stand zu keinem Zeitpunkt drin, dass meine Daten irgendwann mal anonymisiert weitergegeben werden. Das sieht man sonst sehr häufig, dass Daten anonymisiert weitergegeben werden. Also es gibt immer Daten, die werden mit Personendaten erfasst und Daten, die werden erfasst, aber dann anonymisiert weiterverarbeitet, und das hat mir hier irgendwie gefehlt. Wenn sich da draußen irgendein YouTuber dazu berufen fühlt, das Thema mal angehen zu wollen, mach's. Ich werde es nicht machen, weil ich ja die Brille eh wieder hergeben werde, und ich werde mich auch nicht weiter mit der Firma ByteDance und dessen Kritik auseinandersetzen, weil auch Meta ganz viel Kritik hat und weiß ich nicht was, sondern hier haben wir uns einfach mal auf das Gerät konzentriert. Ja, Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch irgendwas gebracht, und schreibt es mir in die Kommentare, und vielleicht habe ich auch was vergessen, und denkt immer daran, das ist unheimlich auch viel persönliche Wahrnehmung da drin, und ich finde, es sind beides tolle Brillen, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, sie spielen immer noch für mich in der gleichen Liga. Ich wünsche euch bis dahin, spielt was Schönes, bis zum nächsten Mal. Tschüss.